Hallo Leute, meine Teile sind gekommen zum Zusammenstecken der beiden Module. Also zwei Sonne Y-Stecker sind das. Die habe ich bekommen. Ich habe oben schon zusammengesteckt soweit auf den Wechselrichter rauf. Und gehen wir mal kurz hoch. Hier seht ihr meine Anlage nochmal von vorne jetzt, ne? Also ich habe jetzt wenig Bedenken, weil der Wechselrichter, der regelt das ganz normal auf unter die 600 Watt runter. Also mehr Anschlussleistung geht da auf keinen Fall rein. Die Module, die werden auch auf die 600 Watt, also die 2x300 begrenzt. Also alles im grünen Bereich. So, ihr seht, hinten alles erstmal nur Fliegen verkabelt. Bloß mal zum Testen, zum Probieren. Ne? Hier ist ein Modul. Hinten liegt das Kabel. Ja, einfach hier drüber geschmissen erstmal. Hauptsache, man hat was zum Probieren. Ja, wie gesagt, da liegt dann alles kreuz und quer. Ja, wie sind sie zusammengeschalten? Also ein Eingang, das 370 Watt Modul, das kommt, ist an einem Eingang dran. Das steht Richtung Südwesten. Und die beiden 300 Watt Module, die hängen am anderen Eingang. Warte mal. Die hängen am anderen Eingang und machen. Sind über diese Y-Stecker ne, parallel geschalten. Einer, noch einer. Ne, ich habe hier, warte mal, ich nehme mal das Messgerät weg. Ja, wie gesagt, sind da parallel geschalten. Da ist das Westmodul und das Südostmodul hängen da drauf. Ich hatte erst Bedenken, ich habe einmal mit dem Messgerät vor, als die beiden alleine dran hingen, gemessen hatte ich, und da wären wir ja schon fast bei 12 Ampere gewesen. Hatte ich echt Bedenken, das anzuklemmen, aber der Wechselrichter hat dann sehr langsam hochgeregelt. Oder klemmen wir da mal hin? Hoffe, dass man es sehen kann. Ja, er steht wie gesagt bei 9,1 Ampere. Das ist okay. Ich hatte vorher immer mal die Spannung im Auge gehabt. Lagen die Module immer so bei 33 Volt. Dann hatte ich mir so gedacht, ah, die beiden 300er, die kann man dann ja relativ gut zusammenschalten. Das andere, das lag so bei 35 Volt immer. Sollte man nicht machen. Aber aus jetziger Sicht kann man die wahrscheinlich, hätte man die auch unbedenklich zusammenschalten können. Ja, ich sag mal, ja, weil der MPPT vom Wechselrichter die Spannung eben so hoch schiebt, damit die Leistung für ihn passt. Also der geht nicht über die 300 Watt hinaus pro Eingang. Was natürlich dann schade ist, wenn auf dem Eingang, wo die beiden 300er draufhängen, da erreicht er manchmal die Leistung nicht. Also keine 300 Watt, die beiden, ne? Und das andere erreicht aber schon 330 oder 340. Und schade ist dann, damit er die 340 nicht voll reinschieben kann, sondern wirklich, kann ich euch innen nachher nochmal zeigen, wirklich nur die 300 Watt reinschiebt, ne? Obwohl der andere dann, sagen wir mal, 220 hat. Der Wechselrichter regelt die beide auf 300 Watt Ausgangsleistung runter, jeden Kanal. Also nicht, ich hatte auch schon mal gehört, damit einer dann eben, ja, auch 400, wenn dann 400 Watt Modul dranhängen sollte, dann macht er auf dem 400 und das andere eben weniger. Scheint eindeutig nicht so zu sein. Also zumindest nicht der Envirtech 560, der macht es nicht so. Wie gesagt, da sind die 9 Ampere. Und hier sind, wo ist er? Da. Wenn man da guckt, da sind auch die 9,5. Da steht jetzt Minus vor. Dann muss ich es umdrehen. Dann sieht man nichts. Oder die andere benutzen. Nee. So, dann gehe ich mal rein und zeige euch nochmal, sage ich mal kurz auf, wie das zusammengeschalten ist. Ist halt parallel. Ne? Wer sich auskennt, der weiß, was parallel ist. Parallel oder Reihe. Diese sind parallel. Dadurch bleibt die Spannung gleich und der Strom geht hoch.
Bei Reihe ist es halt andersrum, da geht die Spannung halt hoch und der Strom bleibt eigentlich gleich, ne? Gut, gehen wir mal rein. So, hier auf diesem Bild seht ihr von der Enver Bridge die beiden Eingänge. Die werden jeweils beides als ja, wie gesagt, einzeln dargestellt. Dieser und dieser hier. Und zwar hier sieht man die Eingangsspannung. 3608 hat er da und der andere 368. Also er schiebt die ungefähr. Auf jeden Fall vor war da waren die 300er Module, die lagen immer bei 33 Volt. Jetzt nicht mehr. Das ist meine Ausgangsspannung hier. 246 schiebt er ganz schön hoch. Ich nehme an, weil unser Netz insgesamt sehr hoch ist, weil wir im Dorf auch eine richtig große Anlage haben von, ich glaube, die hat, wenn ich richtig informiert bin, bei 700 Kilowatt Peak. Ne? Und wie gesagt, und hier sieht man dann, dass er die auf 300 Watt begrenzt hat. Ne? Also 300 Watt, 300 Watt jeweils die Module. Und mehr kommt, oder die AC-Ausgangsleistung. Also nicht wie erwartet, damit er eben 320 vielleicht hier rausgibt, wenn er hier nur 280 kommt. Nein, also hier sind es jetzt 300, 300, sieht man hier. Warte mal, ich drücke mal kurz auf Realtime. Vielleicht hat er da jetzt was anderes. Also da hat er zurzeit 216, 213, ist eine Wolke davor. Aber ich habe noch andere Bilder gemacht, um euch da zu zeigen. Hier auf diesem Bild hatte ich vorher mal ein Foto gemacht, da seht ihr es dann genau. Hier erzeugt er halt die 300 Watt. Hätte er mehr schaffen können, also sieht man auf dem anderen Foto, aber ich sag's euch dann jetzt einfach, hätte er bestimmt 320 Watt auch schaffen können, das Modul. Und auf der anderen Seite sind halt nur 190. Ja, schade ist denn, dass er da eben nicht die 320 macht und dann, ja, also ist wirklich so bei dem Envertech 300 Watt pro Modul Eingang, maximale AC-Leistung, egal was man vorne ranhängt. Also er erzeugt dann aber auch wenigstens der 560er meiner zumindest, scheint so auch die 600 Watt zu machen, ne? 2x300 sind 600. Ich habe noch eine Fritzbox, eine Fritzsteckdose dran. Die zeigt immer ein bisschen weniger an. Die zeigt nur 587 oder so an, aber das kann eben durch irgendwelche, weil es ist ja kein echter Shunt, irgendwelche Spannungsunterschiede, kleine oder ja, Differenzen oder irgendwas ein bisschen anders, dass er da ein bisschen weniger anzeigt. Aber das ist imaginal und ja, kann man vernachlässigen und ist die Frage halt, wer denn wirklich recht hat, ne, von den beiden. Auf diesem Bild seht ihr. Vor, da war das Modul ja noch einzeln drauf auf dem Eingang. Das war das Morgensmodul, sag ich mal, das Südostmodul. Es ging dann so bis 250 Watt hoch. Dann habe ich eben, na, das andere war dann schon heute ein bisschen mehr. Hier habe ich es dann umgesteckt, ne, 0. Und dann, wie gesagt, dann waren die beiden hier drauf. Ach nee, stimmt nicht. Hier habe ich das 370er hingesteckt auf dem. Und da, wie gesagt, da sieht man dann immer abgeschnitten, abgeschnitten. Hier bei diesem seht ihr, da war das Westmodul, auch das 300 Watt dran. Wie gesagt, abgesteckt hier. Hier habe ich die zusammengesteckt. Und hier sind dann die beiden dran jetzt. Also parallel geschalten. 300 Watt Südost und 300 Watt Westmodul. Und erreicht er dann auch die 300 Watt. So, hier Leute, habe ich mich mal richtig ausgetobt und meine kreative Ader für euch mal zusammengefasst und hier mal aufs Bild gebracht. Und zwar sollen das hier die Solarmodule sein, so wie sie bei mir auf dem Dach stehen. Südost, Südwest, Süden, Nord, Quatsch, West hier natürlich, ne? Und es sind ja zusammengeschaltet diese beiden, zum Verständnis parallel. Parallel heißt für mich, oder für alle anderen nehme ich machen auch, und zwar die beiden Pluspole sind zusammengeklemmt auf den Pluspol über den Y-Stecker, ein Ende Y-Stecker hier, nach da, zusammen und hier eben der Minuspol, genau das gleiche. Ne, jeweils die 300er Module sind da zusammengehängt. Ne, auf den EVT 560 drauf, auf den Wechselrichter. Und das andere Modul hängt halt am anderen Eingang.
Das sind so meine jetzigen Erkenntnisse daraus. Also das mit dem Zusammenschalten parallel funktioniert auf jeden Fall, bleibt auch erstmal so, ist für mich okay. Ne? Die 600 Watt Ausgangsleistung werden nicht überschritten. Alles super. Und ja, wie gesagt, so lasse ich das. Hier ist dann noch mal kurz die Fritzsteckdose. Da seht ihr der Verlauf von der letzten Stunde. Also ihr seht, er regelt bei 580, Leistung aktuell 580, Max 588 hier. Er regelt dann vehement ab. Also er kommt auf keinen Fall über die 600 Watt. Ja, und wenn ich dann zum Monatsende oder in den nächsten Tagen, muss ich mal gucken, wenn es mal das Wetter ein bisschen schöner war oder wenn ich mal eine komplette Kurve habe, dann stelle ich das nochmal rein und dann, um mal zu schauen, wie es dann aussieht. Wahrscheinlich aber mit dem Monatsende dann. Ansonsten, ja, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wäre schön, wenn euch das Video gefallen hat. Einen Daumen hoch. Ich weiß selber, wie mir das immer geht, wenn man es nicht sagt jetzt, so wie ich jetzt. Ich vergesse das auch einfach jedes Mal, obwohl mir viele Videos gut gefallen, die ich mir dann so angucke, aber ich vergesse es einfach. Dann einen Daumen zu geben oder so, ne, weil man wird dann wohl doch bei YouTube irgendwo weiter nach vorne gestellt, dass andere das noch mit gucken können halt, ne. Und ja, wäre schön, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt mir zwei. Und ja, bis dann.